herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und heute ist Waschtag. Wir haben Frühling, da sollte auch mal wieder der Frühjahrsputz dann natürlich auch durchgeführt werden. Erst recht, wenn es um Legosteine geht und erst recht natürlich, wenn diese Legosteine vielleicht auch irgendwo Gebrauch gekauft wurden, so wie bei mir. Nämlich hier die 375, das Lego Castle aus dem Jahre 1978. Ich habe es bei eBay geschossen und man merkt natürlich den Steinen an, die sind schon ein bisschen älter. Da ist viel Staub dran, hier und da sind auch ein paar Flecken und auch ein paar Stellen. Die wird man natürlich durch Säubern jetzt nicht wegkriegen, aber wir werden gleich merken, ja, es lässt sich einiges tun. Und erstmal vielen Dank an den Harald dafür, dass er hier ein paar Tipps gegeben hat. Die ersten Tipps überhaupt gibt schon mal Lego selber. Wobei, die sind relativ konservativ, nämlich die sagen, das soll man alles mit der Hand waschen und dann auch mit keinem Waschmittel oder wenn, dann nur ein ganz sanftes und danach dann nochmal abspülen und trocknen lassen. Aber auf keinen Fall in die Waschmaschine oder in den Geschirrspüler damit. Ja, wir werden gleich merken, ich bin hier ein bisschen Gefahrensucher, um nicht zu sagen, wenn man mal im Netz weiter recherchiert, wird man dann feststellen, viele nutzen insbesondere die Waschmaschine dafür, ihre Legosteine sauber zu kriegen. Und wenn man dann auch ein paar Dinge beachtet, dann dürfte heutzutage auch nicht mehr viel schief gehen, außer dass man die Waschmaschine kaputt macht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das muss nicht sein, aber ich will es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Das, was ich hier sage, ist natürlich alles auf eigene Gefahr. Ich hafte hier für nichts und dafür, wofür ich nicht hafte, ist zum Beispiel, dass man diese Legosteine alle ja in irgendwas reintun muss. In diesem Fall in einen Kissenbezug, damit die Steine nicht frei durch die Trommel rasen und insbesondere auch nichts kaputt machen können, sich irgendwo verklemmen. Also das Ding sollte dann auch wirklich schließen. Wenn es das nicht tut, hat man eventuell ein Problem. Alternativ geht natürlich auch ein Wäschesack. Auch da muss man gucken, dass alles feinmaschig ist, sodass eben dort nichts rauskommen kann und dass der Verschluss auch hält. Aber wenn das der Fall ist, dann dürfte das Ganze relativ risikofrei sein. Wie man sieht hier, ich fülle alles da ein. Ein guter Kissenbezug ist da sicherlich Gold wert. Hauptsache, denn dann auch der Reißverschluss erhält. Wenn das nämlich nur einer ist, wo man dann knöpft, da ist dann natürlich mit Lücke und dann sollte man das auch lassen. Hier sehen wir auch, naja gut, wenn man ganz genau hinguckt, die Dinger haben durchaus eine ganze Menge Staub angesetzt und Flecken. Und natürlich, was ich nicht reingetan habe, das erklärt sich auch von selbst, die Figuren, die entsprechenden Aufkleber haben, weil das würde jetzt nicht überleben. Und man sollte auch gucken, ob da besondere Verschmutzungen sind, zum Beispiel an solchen Platten. Da muss man dann vielleicht doch nochmal Hand anlegen, weil Wunder kann so eine Waschmaschine auch nicht erledigen. Also besser da nochmal ein bisschen vorwaschen. Warmes Wasser tut es da mit einer kleinen Bürste. Einfach mal rübergehen, dann weiß man, die Dinger haben es auf jeden Fall schon mal hinter sich, zumindest den gröbsten Schmutz. Und die kann man dann trotzdem natürlich noch dazulegen, damit sie dann noch ein bisschen sauberer werden. Ja, einfache Sache. Dann, ich wiederhole es gern zum x-ten Mal, wirklich gut verschließen und zwar so, dass es eben nicht wieder aufgeht. Und dann ist noch eine weitere Sicherheitsmethode, dass man eben in die Waschmaschine nicht nur hier den Kissenbezug mit den Legosteinen reintut, sondern hinzu auch noch ein paar, ja, Handtücher tut, damit das eben auch nicht so rumschlackert und wahnsinnig laut auch ist, wenn es dann gegen die Trommel kommt. Es ist also schon ganz ratsam. Zumindest hat sich es bei mir jetzt auch nicht als negativ herausgestellt und man hat dann auch noch ein, zwei saubere Handtücher. So, hier sieht man es, wie wir die da gerade reintun. Dann kommt eben auch noch der Sack mit den Legosteinen dazu und logischerweise alles zumachen. Macht Sinn. Jetzt noch, ja, ganz bisschen Waschmittel. Puristen sagen gar nicht. Wir haben dann so ein bisschen Perwoll da reingetan. Das, ja, vielleicht für die Psychologie dahinter, dass man weiß, da ist dann auch noch ein bisschen was, was die Hygiene dann auch dann dafür sorgt. Aber man sollte auf jeden Fall nichts Aggressives. Und wenn, wie gesagt, auch eher wenig, dann dürfte das weder schaden, allerdings meist auch vielleicht nicht viel nutzen. Und der Kniff an der ganzen Geschichte ist insbesondere, das Wasser nicht zu heiß werden zu lassen. Über 40 Grad ist auf jeden Fall No-Go. Da können sich die Steine durchaus verformen. Gibt es einige Berichte im Netz. Insbesondere ältere sind da deutlich anfälliger, die neueren etwas entspannter. Also 30 Grad ist so das, was man in diesen Fällen dann auch empfiehlt. Wobei dann noch die Frage ist, was für ein Programm nimmt man? Und wir haben Seide gewählt. Das ist auch das, was mir der Harald empfohlen hat. Und das bedeutet, dass hier eben nicht großartig geschleudert wird. Auch das könnte ansonsten Schaden bei den Lego-Steinchen dann dafür sorgen. Und dass viel Wasser in die Trommel kommt. Beides ist wichtig. Wenig schleudern, viel Wasser. Und das ist bei Seide wohl dann durchaus
die richtige Wahl, wenn man denn diese Möglichkeit dort hat. Und ich wiederhole es nochmal, 30 Grad, maximal 40, alles andere bitte nicht. Sonst hat man da interessante Kunstwerke wahrscheinlich, die da rauskommen. Ja, interessant wäre es mal, wie da andere vielleicht mit Erfahrungen mit haben. Können Sie ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Hier sehen wir, wie das Wasser fließt. Und das ist auch gut so, weil wir wollen ja saubere Steine. Das geht natürlich nicht nur mit heißem Atem. Ja, dann so eine halbe Stunde später, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie lange das Programm braucht. Dann hat man den Sack rausgeholt. Er ist in der Regel, weil ja eben nicht groß geschleudert wurde, auch noch sehr nass. Und jetzt müssen wir versuchen, das irgendwie trocken zu kriegen. Ein Trockner bitte nicht verwenden, auch keinen Ofen. Da haben wir natürlich wieder das über 40 Grad Problem, sondern einfach irgendwo auskippen. Ja, idealerweise in die Sonne, vielleicht auch nicht in die Pralle. Es könnte dann wieder zu heiß werden. Also vielleicht irgendwo, wo man es eben dann schön trocknen lassen kann. Und wir sehen hier auch, so eine Waschmaschine ist auch kreativ. Diese Steine waren vorher nicht zusammen. Und das ist manchmal ganz witzig, wenn man sie dann rausholt, wie sich dann einige Steine tatsächlich miteinander verbunden haben. Quasi ein Waschmaschinen-Mock. Aber gut, das soll hier nicht weiter Thema sein. Hier sehen wir, ich habe es einfach auf den Boden ausgekippt. 24 Stunden, dann waren die bei mir einigermaßen trocken. Und man sollte auch darauf achten, dass Steine, die dann vielleicht doch wieder zusammen sind, auseinandergenommen werden, damit sie nicht dann irgendwie innen drin weiterhin nass bleiben. Und auch zum Beispiel welche, die zusammengelegt werden, also irgendwelche mit Scharnier, dass man dort auch die auseinandernimmt und sich damit das Wasser dort dann schnell verflüchtigen kann. Teilweise wird auch empfohlen, sogar 48 Stunden zu trocknen. Bei mir war es eigentlich nach 24 Stunden wirklich staubtrocken. Und hier sehen wir, links ist ein gesäuberter, rechts, die habe ich nicht drin gehabt. Man sieht schon, also es ist sogar ein leichter Poliereffekt. Es ist deutlich schöner, sattere Farben sogar bei mir wieder und insbesondere eben sauber sind. Das heißt, fast wie neu. Naja, teilweise kann das natürlich auch keine Wunder erzeugen, dieses Verfahren. Gerade da, wo dann auch richtige Stifte oder irgendwas drauf waren und auch Dellen sind, die gehen nicht raus. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Das war's für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik. Fröhliches Waschen, bis bald und tschüss.